Mit einem ökumenischen Gottesdienst startet die Kirche in die Europameisterschaft. Am 16. Juni gibt es ein großes Public Viewing in der Commerzbank Arena in Frankfurt und vorher laden evangelische und katholische Kirche zum Gebet für Fair Play ein. Stadionpfarrer Eugen Eckert organisiert den Gottesdienst mit. In Wiesbaden spielen wohnungslose Menschen gemeinsam Fußball. Die Spieler der Lilienkicker wohnen zum Teil im Übergangswohnheim vom Diakonischen Werk in Wiesbaden. Aber auch ehemalige Heimbewohner bleiben der Mannschaft treu. Das Training bei den Lilienkickern soll den Mitspielern Spaß machen, aber auch Mut geben. Hier ist mal die Möglichkeit abzuschalten, die schlechte Laune mal wegzulassen und sich vielleicht sogar ein bisschen Selbstvertrauen dann wieder für den Alltag zu holen. Wenn einem hier was gelingt, kann einem das vielleicht auch im Alltag wieder gelingen. Und viele haben hier, laufen jetzt nach 2 Jahren ein bisschen andersrum als noch vor 2 Jahren. Ja, also das macht schon viel aus. Die Lilienkicker gibt es schon seit 10 Jahren. Public Viewing in der Kirche wird bei der Europameisterschaft in Frankreich eher die Ausnahme sein. Die evangelische Kirche in Deutschland hatte in der Vergangenheit ein Pauschalangebot der GEMA für alle Kirchengemeinden genutzt. Bei dieser Europameisterschaft müssen sich die Kirchengemeinden aber selbst um eine Lizenz fürs Public Viewing bemühen. Trotzdem wollen einige Gemeinden die Fußballspiele der Europameisterschaft zeigen. Wo und mehr Infos zum Public Viewing in Kirchengemeinden gibt es auf unsere ekhn.de.